gut, dann bist du Sport TV hier. Sky vermeldet Rekordzahl mit dem Restart, mit dem Geisterspieltag der ersten Bundesliga. Roundabout über 6 Millionen Zuschauer haben sich diesen Spieltag, die Konferenz wohl bemerkt, angeschaut. In den Zahlen sind aber auch die Einzelspiele mit drinnen, also beides. Ob das gute Zahlen sind oder nicht gute Zahlen und was das für einen Einfluss haben könnte, darauf gehen wir gleich noch ein. 6 Millionen Zuschauer. Wenn man bedenkt, normal haben die so einen Schnitt, ich habe jetzt mal ausgerechnet, wer wie gespielt hat, habe von beiden die Durchschnittswerte genommen, von der bisherigen Saison. Sprich, wenn der eine 0,3 hatte, der andere 0,4, zusammengerechnet zu 0,7 und dann durch zwei Teile. Einfach aus dem Grund, weil auch dort in den Zahlen, wo ich die Statistik her habe, auch Konferenz mit drin ist. Sprich, wenn ich die Konferenz mal beschauen würde, sind alle Spiele mitgezählt, die in dem Moment in der Konferenz laufen. Ist auch ein bisschen doof bei der Statistik, aber immerhin. Und dann komme ich auf eine Zahl von 2,27 Millionen, die laut Durchschnitt sich die Spiele gestern angeschaut haben müssten. 3,68 Millionen haben sich das dann bezahlt dafür angeschaut. Das heißt, ein Plus von 1,4, ja, 60% ungefähr, jetzt so auf den Kopf gerechnet, also mehr als die Hälfte. Aber es sind wahrscheinlich auch welche, die dann so ein Einzelticket genommen haben und sich gedacht haben, okay, einmal gucke ich es mir an, weil wir lange keinen Fußball mehr hatten. Und ja, dann natürlich der Stream oder der Free TV Konferenzteil mit 3,6. Jetzt sind wir bei 6 Millionen, aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass gar kein Sport läuft und Bundesliga so lange Pause hatte, ist das nicht viel. Rekordzahlen, ja, 6 Millionen ist nicht viel, wenn man ehrlich ist, insgesamt gesehen. Und vor allem Free TV nur 3,6, wenn ich bedenke, was schon andere Spiele eingebracht haben, Einzelspiele, war es in der Bundesliga, Frankfurt gegen Bayern zum Beispiel. Ich meine, das sahen zwar auch nur 3,71 Millionen, aber ihr müsst ja bedenken, dass es in der Zeit viele Spieltage gab. Das heißt, man konnte auch ins Stadion, viele sind ins Stadion gegangen oder die Parallelspiele. Natürlich, wenn mein Verein nicht spielt, hätte ich das wahrscheinlich geschaut. Aber ich war zwar bis jetzt im Stadion. Dadurch habe ich nicht einschalten können. Ich meine, Stadion immer gehen. Fakt ist aber, wäre das Spiel vielleicht am Sonntag gewesen oder so, dann hätten da viel, viel mehr eingeschaltet. Und im Moment muss ihr bedenken, es darf ja keiner ins Stadion. Stadien sind leer. Daher hätte ich damit gerechnet, dass die Einschaltquoten wesentlich, wesentlich höher sind. Oder hättet ihr mit mehr, weniger gerechnet? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare hauen. Was ich damit sagen will, die Quoten und die Zahlen, die uns so positiv rübergebracht werden, sind gar nicht so gut, ja, wie sie uns weiß machen wollen. Zumindest in meinen Augen ist das so, dass man da hätte wesentlich mehr erwarten können und ich finde es gut, dass sie so weit unten sind. Denn sonst geht man wirklich bald der Annahme nach, ach komm, das geht auch alles ohne Fans, wie es dann schon in weiten Teilen des Fußballs ist. Ich bin leider noch so ein Fußballromantiker, weiß aber, dass es in die Richtung geht. Aber man merkt eigentlich auch, und ich habe mir gestern überhaupt nicht angetan, dass das gar nicht geht. Und davon ab müsst ihr bedenken, jemand, der vielleicht den Stream nur 2 Minuten anhatte oder nur 2 Minuten kurz eingeschaltet hat, die werden wahrscheinlich dann auch noch gezählt. Das ist es ja. Die werden auch mitgezählt. Nur kurz angehabt, bäm, vergiss es. Und das ist es halt. Du weißt nicht, jemand, der komplett drin war. Ich habe von vielen gesehen und gelesen, dies und das, Social Media. Die haben 5 Minuten eingeschaltet und dann wieder ausgeschaltet, weil es nichts ist. Ich habe es mir auch nicht angetan, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir auch mein Spiel, meine Eintracht nicht angetan. Okay, nach 7 Minuten kann man es schon verstehen. Aber ganz ehrlich, wenn es live gekommen wäre oder so, dann hätte ich vielleicht eingeschaltet, einfach nur, um einmal nach langer Zeit wieder das Erlebnis zu haben. Aber so unterstütze ich Sky sowieso nicht. Und dementsprechend habe ich dann das nicht geschaut. Daher lasst euch nicht von den Medien so beeinflussen.
dass das boah, geile Zahlen sind und so weiter. Nein, es sind Bullshit-Zahlen. Vor allem, weil aktuell jeder nur zu Hause hängt, etc., etc. Da hätten die Quoten wesentlich höher sein können. Vielleicht müssen, ich meine, Samstag gehen auch weniger arbeiten. Klar gibt es die Berufe, ich muss nicht aufzählen, Einzelhandel, Pflegeberufe, dies und das, genügend. Und Polizisten, Feuerwehr. Ich könnte eine lange Liste machen. Fühlt euch einfach alle angesprochen. Und ihr habt alle meinen Respekt. Aber du bist so, alle sind zu Hause. Wetter war okay. Es läuft kein Sport. Und endlich ist wieder Sport. Endlich wieder Fußball nach langer Zeit. Und ich weiß, wie nach der Sommerpause ist. Wenn dann 3 Monate Sommerpause ist und im August wieder Fußball losgeht. Ey, da bin ich hyped wie sonst nichts. Dann sind die, glaube ich, freut sich jeder mehr und dies und das. Und natürlich, und jetzt ist die Einschaltquote so, ja, wie gesagt, gering gewesen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht aus anderen Ländern welche eingeschaltet haben, wenn die wissen, yo, Fußball kostenlos. Wie oft gucken wir Fußball in Italien oder England bei The Zone vielleicht oder so. Und da ist genau der Fakt gewesen. Da haben bestimmt auch welche aus dem Ausland eingeschaltet. Wir können aber, wie gesagt, gespannt sein, was das noch alles bringt. Die Gefahr ist da, wenn die Einschaltquoten jetzt so noch mehr in die Lüfte gehen, die ganze Zeit oben sind, dass man dann wirklich sagt, ja, wir scheißen auf die Zuschauer im Stadion. Es sind ja nur noch wichtig, was die TV-Gelder bringen. Denn der Fußball ist nicht abhängig von den Fans. Zumindest was das Geld betrifft. Es ist zwar nicht schön, es anzusehen, bin ich ganz ehrlich. Also ich kann mir so ein Spiel nicht ansehen ohne Fans. Aber da sind die Fans nicht die Haupteinnahmequellen. Im Vergleich zum Basketball, Handball, da machen die Fans sehr, sehr viel aus. Das ist der Unterschied. Und deswegen muss man versuchen, das alles zu boykottieren. Auch wenn es schwer ist. Ja, Fußball gibt uns diesen gewissen Alltag. Was wir brauchen, er fehlt uns. Aber wenn wir jetzt das Zeichen setzen, ja, wir unterstützen Sky, wir unterstützen ja die TV-Prämiengelder, dann kann das echt in eine ganz böse Richtung gehen. Und wir haben jetzt wirklich die Möglichkeit, da ein Zeichen zu setzen. Ein gutes Zeichen zu setzen. Ich meine, mit den nur 6 Millionen ist es in Ordnung gewesen. Es hätte noch weniger sein können. Aber ich denke, beim ersten Mal wollte jeder mal gucken, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es, und hoffe es zumindest, dass am nächsten Spieltag es ganz runter geht. Also nochmal so 1 Million weniger, das wäre schon geil. Lassen wir uns überraschen, weil ich glaube, viele wollten sich das Derby mal anschauen. Und wie gesagt, der erste Spieltag wieder. Und jetzt fällt es runter, hoffe ich. Zeichen setzen ist wichtig, damit es weiterhin ja für uns Fans den Fußball auch gibt. Dass die ja, Einschaltquoten unten bleiben. Und die Eintrittsgelder, die wir bezahlen, die Preise, bezahlbar bleiben. Gerade auch Dauerkarten etc. Und dann ist alles möglich. Die Zeit ist jetzt da für uns, was zu erreichen. Lasst uns das zusammen erreichen. Ich sage Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao.